Das Ergebnis wird wieder ziemlich niederschmetternd sein. Und Adam Małysz, der Präsident des Skiverbandes, sitzt jetzt da bestimmt zu Hause und kommentiert das Ganze wieder und versucht, seine Ursachen zu finden. Es gibt mehr Anlauf jetzt, ist sofort auch an der Anlaufgeschwindigkeit zu erkennen. Eine Stufe nach oben im Vergleich zu seinem ersten Sprung. Jetzt sind wir bei Stufe 9 angekommen, immer noch viel Rückenwind. Gibt wieder rund 17 Bonuspunkte dafür. Er kommt aber dennoch nur auf 128 Meter. Es bleibt dabei, dass im polnischen Team einiges nicht stimmt. Aus wenn Thomas Tumbelcher hier zusammen mit Marc Nölke, die maßgebenden Coaches da oben, versuchen, Zuversicht zu verbreiten. Das müssen sie auch. Denn so wie es Thomas Tonbichler schon nach dem gestrigen schwachen Abschneiden sagte, Piotr Żyła ist jetzt dran. Wir müssen den Springern so langsam eine Vision vom Sprung vermitteln. Darüber hatten wir vorhin auch mit Severin Freund schon kurz gesprochen. Eine Vorstellung, wie das gehen kann, wenn man da runterfährt. Bei dem etwas kniffligen Anlauf hier sowieso. Besserer Sprung auch bei Piotr Żyła jetzt. Das zusätzliche Anlauftempo hilft natürlich ein bisschen. 126 Meter. Das ist eine Steigerung gegenüber dem ersten Sprung, aber keine wirkliche Verbesserung. In dem Sinne, dass man hier einen anderen Trend erkennen könnte. So, Polen ist durch. Die waren tonangebend, auch noch im letzten Winter. Dem ersten Untertrainer Thomas Tonbilcher. Jetzt müssen sie ein bisschen Rätsel raten zuerst und dann Lösungen finden. Wie das dann weitergehen wird, wenn sie der Cheftrainer Thomas Tumbelcher wieder am Montag oder am Dienstag spätestens im Büro des Verbandes in Krakau auftaucht, um die nächsten Maßnahmen zu besprechen. Slowenien mit Žyła Jelá. Jetzt. Das fliegt sich etwas leichter, würde ich sagen, mit diesem verlängerten Anlauf. Ja, eine Luke sind sie hochgegangen. Gut, der Wind dafür macht es nicht ganz leicht. Ja, bei ihm ähnlicher Sprung wie im ersten Durchgang. Man hat wieder so ein bisschen das Gefühl, dass er näher ein bisschen hinten reinfällt im Flug. Und das war auch bei ihm schon besser. Also als Skiflug-Weltcup-Gesamtsieger, das kann er eigentlich, das Fliegen, aber auch noch Arbeit vor ihm. Karl Geiger kommt. Sollten Sie die Kurzatmigkeit bei Severin Freund bemerkt haben? Der Mann hat jetzt eine Serie von Stufen in kürzester Zeit bewältigt, erfolgreich bewältigt und wird sich jetzt bei Johann Forfang noch mal gleich zu Wort melden. Denn da ist er wieder, der bessere Sprung. Guck mal da. Da sind wir wieder bei der mal so Analyse für norwegische Skispringer im Allgemeinen und auch andere zurzeit bei diesem 129 Meter Sprung. Und trotzdem sage ich, der Absprung gefällt mir und das, was genau hier passiert, das ist nicht ganz nachzuvollziehen, weil er passiver wird, weil es eher ein Auftreiben ist, weil er eigentlich gefühlt für seine Verhältnisse wahrscheinlich zu viel Druck über die Skispitze bekommt. Und auch da gibt es wahrscheinlich noch Abstimmungsbedarf. René Nikaido, Klingeling hat es gemacht. Der nächste Start steht an. Übrigens bei den Japanern Noriaki Kasai, Sie kennen den bestimmt. Ist mit 51 Jahren immer noch aktiv und hat, so haben wir gehört, Pläne, in den Weltcup irgendwann mal zurückzukommen. Also sie werden ihn nicht so richtig los. Den längsten, am längsten in der Weltcup-Szene sich rumtreibenden Skispringer. 31 Mal hat er das geschafft. Simon Ammann ist da hier als nächster ihm nahegekommen. Kein so guter Sprung bei Nikaido. Ja, auch grober Skifehler nach dem Schanzentisch, Ski hinten aneinander geschlagen. Muss der linke Ski einmal einen Umweg nehmen und dann verlierst du schon zu viel Höhe und zu viel Geschwindigkeit. Aber auch wenn das japanische Team im Moment nicht so wahnsinnig stark ist, also dass der Nori noch mal schafft, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber er will versuchen, es sind in diesem Monat noch nationale Meisterschaften. Das ist eine Möglichkeit. Und dann gibt es eine Kontinentalcup-Veranstaltung im Januar in Sapporo. So viel ist jedenfalls zu hören gewesen. Das ist Etu Nousiainen aus Finnland. Man sagt ja immer wieder, ich glaube im letzten Winter haben wir es auch gesagt und davor und davor und davor, es sind kleine Fortschritte zu erkennen, aber nachhaltig in guten Ergebnissen hat sich das bislang bei Finnlands Skispringerei nicht ausgewirkt. Jetzt 119 Meter nur. Ja, es ist natürlich für den finnischen Verband, für die finnische Mannschaft, es ist seit vielen Jahren
schwierig. Man versucht, Anschluss an die Weltspitze wieder zu finden. Verband nicht ganz so gut finanziell ausgestattet, darüber auch wenig Mittel für die Mannschaften. Da muss man dann die Finalteilnahmen schon als Erfolgserlebnisse mitnehmen. Das macht es schwierig. Ja, aber sie sind statistisch gesehen, wenn wir Karl Geiger sehen, immer noch eine Großmacht in diesem Sportart. Also ich glaube, die zweitmeisten Einzelpodeste zusammengesammelt hinter Österreich. Noch sind sie da zu finden. Das ist Daniel André Tande, der ist auch noch in einem Bereich zu finden, wo er sich nicht so wohl fühlen kann. Da kann er noch so sehr in die Nähe von diesen Schanzen gezogen sein, um der besseren Trainingsbedingungen willen. 121 Meter, es kommt nicht zusammen, was zusammenkommen muss bei einem Skispringer. Ja, es passt mir bei ihm wirklich im Moment nicht so ganz. Ja, mit dem Unterschenkel ist er sehr weit vorne in der Anfahrtsposition, über den Druck, kommt aber eigentlich dann trotzdem ein bisschen zu passiv vom Schanzentisch weg und muss dann nachdrehen. Auch da noch Arbeit vor ihm. Rückenwind ist jetzt im Bereich von 15 bis 20 Pluspunkten, so kann man es ja auch ausdrücken. Tande ist Fünfter, Vorfang führt, wenigstens das. Jetzt kommt Dumont-Preetz. Jetzt haben wir wieder den Slowenen, den 24-Jährigen, der auf alle möglichen Arten hinunterspringen kann, aber nur selten ganz weit zurzeit, so wie hier. Schauen wir mal rein, ein bisschen mehr Zeit hätte er sich genommen. Aber es geht leider nicht bis ganz runter, wobei es ja auch dann schon relativ schwierig wird mit den Bedingungen. Er springt immerhin 1,5 Meter weiter als im ersten Durchgang. Gut, hat eine Lücke mehr. Aber er würde sich andere Bedingungen wünschen, um seine Qualitäten voll ausspielen zu können. Andreas Wellinger im Kampf heute auch wieder ums Podest, liegt auf Platz 4 hinter Karl Geiger. Dann haben wir noch Stefan Laie und Pius Paschke mit unter den besten 10 nach dem ersten Durchgang. Philipp Raimund wird gleich in der zweiten Gruppe zu sehen sein. Jetzt kommt Halvor Egner Granerud. Schafft er auch mal wieder einen Anschluss an seine früheren Fähigkeiten. Ja, durchaus bei diesem Sprung ansatzweise zu erkennen. Auch der hat schwer zu kämpfen, glaube ich, wie viele andere auch, mit diesen vielen Regelneuerungen, die ins Spiel gekommen sind, sich da richtig anzupassen. Von hinten sieht es gut aus, 131,5. Ja, aber er fährt wahnsinnig nahe an die Schanzentischkante hin. Er ist dann schon auch auf der späten Seite, aber macht es vor allem auf einem wahnsinnig kurzen Weg. Ja, er springt jetzt deutlich weiter als der Rest, aber die Reaktion zeigt es, dass das nicht sein Anspruch ist. Und er hängt auch bei der Anfahrtgeschwindigkeit immer ein paar Zehntel hinter den anderen her. Das ist bei einigen Norwegern auffällig. Kaum ein Team schafft es so konsequent, hohe Anlaufgeschwindigkeiten zu produzieren wie die DSV-Mannschaft. Jetzt kommt Christoph Eriksen Sundal. Ja, besser. Und dann sind auch die Norweger schon mit ihrem Latein am Ende, bis auf Marius Lindvik, der es diesmal ja auch nach dem ersten Durchgang unter die besten 10 geschafft hat für Sundal. Also 129,5 Meter. Ja, verbessert sich um 8 Meter. Er kann das auf jeden Fall mitnehmen. Auch für so einen Sportler für ihn, wie ihn wird es natürlich schwieriger, wenn die Leute vorne fehlen und am Kämpfen sind, weil auf einmal ist die Aufmerksamkeit auf dir. Und er zeigt die Reaktion an. Ja, eine kleine Einschränkung kommt danach noch. Eigentlich sollte sich die Daumen hoch mitnehmen, weil er ist am sich entwickeln und muss die guten Sprünge so mitnehmen. So sieht's aus nach den ersten 10 in diesem Finaldurchgang. Immerhin hier mal 3 Norweger vorne. David Kubacki und Piotr Juwa können sich ein paar Plätze verbessern. Kleine Mini-Lichtblicke am ersten Advent für diese Teilnehmer und für Andreas Wellinger kann noch gleich eine größere Kerze angehen, wenn er es wieder schafft, aufs Podest. So wie gestern. Karl Geiger ist da schon zwischenzeitlich zu finden. Also wieder mannschaftlich sehr, sehr gut, was sie zurzeit hinbekommen. Wenn sich das konservieren lässt bis zur Vierschanzentournee bei den Deutschen und den Österreichern, dann kann das eine interessante Wettkampfserie werden da zwischen den Jahren. Und bis ins nächste Jahr natürlich China. Jetzt die zweite Zehnergruppe mit Antti Aalto zunächst. Diese Verletzungsepisode aus dem Frühjahr habe ich vorhin erzählt. Er hatte dann einen verspäteten Trainingsbeginn, um viele Wochen verspätet. Auch das ist ja meistens dann nicht so gut. Aber dafür
präsentiert er sich schon relativ gut. Auch hier laufen die Sprünge in immer der gleichen Form. Zuletzt. Ein wunderbarer Flug von ihm. Das ist seine Stärke. Ja, das macht er wirklich. Auch ein großer Springer und dann die Ski so schön auf die Luft aufzusetzen. Hier sieht man es wunderschön in der Grafik, wie die Luft ihn mitnimmt, wie er am Segeln ist und man das Gefühl hat, er schwebt eigentlich mehr, als dass er fällt. Und das ist gerade für einen Springer mit der Größe wird es natürlich umso schwerer, dann die Ski so kontrollieren zu können. 131 Meter Alto führt und kommt zu einer für finnische Verhältnisse sehr gute Platzierung am Ende. Das kann man jetzt schon festhalten. Und Simon Ammann ist auch mal wieder da in einem zweiten Durchgang. Hat wieder Lust bekommen durch ihn hier, durch Rune Welter, den neuen norwegischen Trainer bei den Schweizern. 42 Jahre, wie gesagt. Vernünftiger Sprung, einigermaßen wieder gut gelandet. Wenigstens das muss man bei ihm auch mal anmerken. Das auf alle Fälle. Hier ist er jetzt ein bisschen zu passiv geworden. Da geht das Gesäß ein kleines bisschen nach unten und dann kommt der Absprung zwar relativ stabil, aber er kommt dann auch in einer bisschen passiveren Position raus, wie es im ersten Durchgang war. Im ersten Durchgang direkterer Sprung, gleich besser in die Fluglage gekommen. Jetzt ist er ein bisschen hinterher im Flug. Aber gesprungen ist er schon, so aktiv war er schon. Da müssen wir gleich nochmal vielleicht erklären, was es mit diesen Begriffen auf sich hat. Aktiv und passiv in der Luft. Bei Kilian Payer lässt sich das vielleicht gleich auch beobachten. Der, um es nochmal zu erwähnen, ähnlich wie zum Beispiel Stefan Laie und einige andere, Daniel Huber, nach einem Kreuzbandriss sich wieder zurückkämpfen musste über diesen langen, zähen Prozess, monatelang. Hat es wieder geschafft, den Anschluss zu kriegen und ist jetzt auch wieder mal gelegentlich so weit mitzuhalten. Aber was war hier mit aktiv und passiv? Ja, ich weiß, das sind immer die Fachausdrücke, die für einen Ex-Skispringer vollkommen natürlich sind. Aktiv bedeutet quasi übersetzt in aggressiv, dass man weit vorne ist, viel Vorlage hat, vor allem in der Anfahrtsposition über Unterschenkel und über Oberschenkel-Oberkörperposition, dass der Schwerpunkt sehr weit vorne ist. Passiv bedeutet eher, dass man den Schwerpunkt, wenn man sich auf den Boden stellen würde, ihn eher Richtung Ferse spürt und nicht, wie es der Skispringer sich wünscht, eher zwischen Ballen und Mittelfuß. Denn der Skispringer, das können wir vielleicht bei Daniel Huber auch sagen, springt vom ganzen Fuß ab, idealerweise jedenfalls. Wie unser Eins in der Turnhalle. Idealerweise benutzt man die Zehen gar nicht, aber das ist tatsächlich die hohe Kunst. Bei ihm, man macht das genau deswegen, damit der Ski direkt zum Körper bekommt. Bei ihm hat man jetzt eine kurze Bewegung gesehen, wo der Ski einmal nach dem Schanzentisch leicht nach unten geht. Und das passiert natürlich umso mehr man die Zehen beim Absprung einsetzt. Und wenn man jetzt hier genau hinguckt, dann sieht man, einmal kippt die Skispitze dann nach dem Schanzentisch nochmal so nach. Und wenn man es schafft, den Vorderfuß, die Zehen gar nicht einzusetzen in der Absprungbewegung, dann hat man die beste Skiaufnahme und kann direkt in den Flug übergehen. Es ist schon lästig, so Ski am Fuß, wenn man springt. Aber muss sein. Man braucht ihn. Bei diesem Sport. Huber ist Fünfter. Alto weiterhin in Führung vor dem Norweger Trio und Stefan Kraft in aller Seelenruhe, in aller Lockerheit auf dem Weg zu seinem letzten Start hier in Lillehammer auf der Großschanze an diesem Wochenende. Mit besten Aussichten wieder vorn zu liegen. Die Schuhtasche sollte er im Griff behalten, damit die ihm keiner wegnimmt. Wladimir Sograwski. Gutes Ergebnis für Bulgarien wieder. Die Höhe im Ansatz ist da. Ja, er biegt dann ein bisschen ab. Absprung wieder sehr schön. Er ärgert sich da jetzt wahrscheinlich vor allem über das, was dann hier passiert. Aber er ist auch von oben weg eigentlich direkt, hat eine unterschiedliche Armposition. Das muss man mal mit ihm sprechen, wie er das fühlt, weil eigentlich gibt es keinen Grund. Die Ski sind schön symmetrisch und dann hat er aber die linke Hand deutlich höher als die rechte und darüber reagiert natürlich auch der Ski, weil er anders angeströmt wird. Kommt eine ganz gute Platzierung zustande, nicht so gut wie die im Sommer, aber da haben ja auch die Weltbesten in der Regel gefehlt. Das muss man bei diesen Sommer-Grand Prix-Wettbewerben immer dazu sagen, um es besser einordnen zu können. Sograwski ist jedenfalls im Moment Dritter. Alto vor Granit. Dabei ist es geblieben. Finnland vor Norwegen. Jetzt Andrzej Lanišek, die slowenische Flugkunst.
könnte sich hier wieder Bahn brechen, jawohl, über den grünen Bereich hinaus. Das hat funktioniert. Guter Sprung von ihm, bis auf die letzten 30 Meter. Hier alles wunderbar, eigentlich identisch zum letzten Jahr. Man sieht es hier auch, schöne Position. Und jetzt hier beginnt der Skikörperabstand langsam größer zu werden. Und das war bei ihm in der letzten Saison doch anders, wo er das System bis unten hin wirklich geschlossen halten konnte. Und da hat er sicher sein Potenzial noch, um noch mehr rauszuholen, das bis ganz unten hin hinzubekommen. Er führt jetzt Angel Anišek vor Antti Altroth. Einen haben sie noch. Zwei. Zwei haben sie noch, Timi Salz noch, Peter Preutz noch. Einer noch, wollte ich sagen, bis dann Philipp Raimund ins Geschehen eingreift. Er ist als Nächster dann dran. Zunächst gucken wir dem Weltmeister von der Großschanze zu. Auch einigermaßen in Ordnung. Im Landeanflug, der wirkt auch der ziemlich hoch. Ja, von der Qualität wahrscheinlich zwischen seinem Qualifikationssprung und dem ersten bisschen besser kann er es transportieren. Ist ein bisschen aggressiver am Schanzentisch direkt, deswegen kriegt auch ein bisschen mehr Höhe mit. Und dann ja, die Flugposition und das Gleiten, da machen ihm wenige was vor. Das kann er natürlich. Slowenische Doppelführung. Hinter Anišek, jetzt kommt Philipp Raimund. Der hat eine durchaus ganz gute Ausgangsposition mit einem zweiten guten Sprung, da noch reinzukommen unter die besten 10. Warum eigentlich nicht? Was macht der Wind? Wieder konstant von hinten. Das kennen wir jetzt die ganze Zeit schon. Da bleibt es relativ stabil, sodass auch an der Anlauflänge nicht viel rumgebastelt werden muss. Das geht gut. Was macht er? Gutes Tempo aus der tiefen Hocke. Schöne Höhe auch. Ja, wunderbar. Toller Sprung von Philipp Raimund hier zum Abschluss der Tage in Lillehammer. Wenn ich eine schöne Wiederholung bekomme, dann kann ich das mit aktiv, naja, schade, die Perspektive bringt mir nicht wahnsinnig viel, weil an ihm kann man schön beschreiben, was das bedeutet aus einer aktiven Hocke. Unterschenkelvorlage ist bei ihm weiter wie bei anderen, weil er einen relativ kurzen Oberkörper im Vergleich zu den Beinen hat. Und aus der schafft er es mit Druck, der direkt nach unten geht, einfach den Körper zu beschleunigen und daraus Höhe zu generieren. Ja, sehr schön. Er ist vor den Mannschaftsweltmeistern aus Slowenien hier platziert. Das ist ja schon mal was. Und er hat auch ein paar Punkte jetzt eingesammelt, um sich vielleicht noch ein paar Plätze nach vorarbeiten zu können. Das ist nicht ausgeschlossen. Für den, wie gesagt, schon mal Durchstarter der letzten Saison. Da hat er ja die deutsche Mannschaft so richtig aufgefrischt bei der Vierschanzentournee. Jetzt kommt Michael Hörl, das ist Daniel Schofenig. Auch wieder hoch. Aber nicht viel weiter, wenn überhaupt, als Philipp Raimund. Er ist aus den Top Ten, was die Gesamtwertung angeht. Jetzt sozusagen rausgefallen. Marius Lindwig hat da seinen Platz eingenommen. Was war denn hier los? 131,5. Das kostet ihm Meter. Er legt sich relativ stark auf den rechten Ski. Darüber ist der linke Ski. Wandert dann immer weiter raus. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn wir aus der Kameraperspektive, geht auf Rang 2, 131,5 Meter, wenn wir aus der Perspektive des Skilogos so gut erkennen können, dann stimmt meistens was nicht. Und auch den hat Philipp Raimund hinter sich gelassen. Das ist mal nicht so schlecht. Daniel Schofenig galt vor Beginn der Saison als ein ganz heißer Kandidat auf vordere Plätze im Weltcup. Peter Preutz schließt diese zweite Zehnergruppe ab, braucht 137,5 Meter für die Führung, also um gegen Philipp Raimund bestehen zu können. Er ist ganz schön steil da, aber das geht. Das geht. Das geht. Er hat auch ein bisschen Glück mit dem Wind. Ja, unten hat er sogar leichte Luft von vorne jetzt bekommen. Da hat es ein bisschen gedreht. Ja, genau richtig für Peter reingedreht sozusagen. 140 Meter, das ist eine Topweite. Am Tisch passt schon gut. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass er danach eigentlich ab hier die Arme noch weiter runternehmen könnte. Aber jetzt waren die Ski zumindest auch flacher. Kann natürlich für ihn auch leichter sein, wenn er mehr Rückmeldung vom Wind spürt, dass er mehr merkt, wie führe ich die Ski und sie dann besser auf die Luft aussetzen kann, darüber mehr rausholen kann. Aber der kriegt auch zu gute Noten, finde ich, bei dem Wackler beim Rausfahren, also 19,5. Geht in Führung, aber so wahnsinnig groß ist der Abstand jetzt gar nicht. Nee, 7,4 Punkte. Er hat einfach einen Glücksmoment erwischt, denn diese Meter, die haben auch durch den Wind ihre Wirkung entfalten können da unten.
Und wenn das jetzt so bleibt, müssen wir mal drauf achten. Ja, das dreht jetzt unten. So kann es jetzt eigentlich nicht weitergehen mit dem Anlauf. Nee, wenn es so bleibt, dann muss man auch verkürzen, weil es außerhalb vom Korridor ist. Und mittlerweile sind es auch es dreht eigentlich generell einen Hang hoch. Jetzt sind es die untersten drei Windmesser auf jeder Seite. Und ja, dann verändern sich die Bedingungen jetzt für die letzten 10 möglicherweise doch mal elementarer, wie man hier sehen kann. Und jetzt kommen ja die Besten, die potenziell die weitesten Sprünge hinkriegen. Stefan Kraft zuallererst ist da zu nennen. Eben, und man hat verlängert und der Peter hat jetzt zum Beispiel bei einer Luke mehr als im ersten Durchgang, hat er statt 17,5 Windkompensationspunkte 4,2 Windkompensationspunkte gehabt. Und das sind wir dann schon in Bereichen, wo es wirklich um grobe Unterschiede geht. Ja, weil diese 8 Windmessungen, die stattfinden, kontinuierlich zusammengerechnet werden und einen Mittelwert ergeben. Darauf basiert dann diese Punktbonus- oder auch mal Minusrechnung, die seit vielen Jahren ja schon etabliert ist. Karl Geiger konzentriert bei der Sache, interessiert auch. Weiß nicht, welchen Flug er da verfolgt hat, vielleicht den von Philipp Raimund. Höchstwahrscheinlich mit dem anerkennenden Nicken ging es da wahrscheinlich um Philipp. Denn der liegt auf Platz 2. Kamera hoch, wenn es gleich weitergeht, ist Stefan Laie dran, dem das durchaus auch helfen könnte, aber der liegt auf dem Windmonitor, sagt jetzt, der Wind hat sich's überlegt, möchte jetzt doch wieder so wehen wie vorhin. Das wäre auch ganz gut. Und gleiche Bedingungen für alle hinzukriegen. Klar, das ist das Optimum. Ehrlicherweise, ich bin schon mal ziemlich zufrieden, dass wir solche Bedingungen haben, weil gestern war es doch ein bisschen schwieriger, da sind wir heute deutlich besser unterwegs und da drücken wir Stefan die Daumen, dass er gute Bedingungen vorfindet. So, da ist er, Stefan Laie, zurück im Weltcup-Team, der wieder flüssiger springen kann, besser fliegt auch, sagen die Trainer, die ihn beobachten. Eine klare Vorstellung vom Sprung hat er zur Zeit, die er auch umsetzen kann und oh, das hier auch wieder tut. Stefan Laie ist auch mit vorne. Ja, auch wirklich gute Bedingungen, kriegt wenn es so bleibt, 3,4 Kompensationspunkte. 138,5 Meter und immer die 19,0 vor den die 18. Einmal nicht, einmal die 18. Ja, ja, die 18,0 kann ich ehrlicherweise nicht verstehen. Es ist generell manchmal fallen, egal welche Nation es ist, fallen manche Punkte auf, die man nicht so ganz nachvollziehen kann. Und er ist knapp hinter Breus, ja. Ein halber Punkt fehlt. Ja, das ist fast schade, weil die Leistung, wer hätte es schon möglich gemacht, in Führung zu gehen. Aber ja, so ist man im Wettkampfverlauf auch manchmal gefangen. Ja, aber der Sprung war gut und das bleibt. Ryoyu Kobayashi geht sein Trend weiter. Kommen die Sprünge wieder, kriegt er das automatisiert hin. Bleibt er da ruhig? Ja, ich glaube schon. Ja. Bisschen flacher drückt er als die anderen, aber macht nichts bei der Weite. Im Gegenteil. Klasse Sprung von Kobayashi. Sein dritter heute, sein dritter heute. Das Training hat er ja ausgelassen. 143 Meter Donnerwetter. Obwohl er ein bisschen spät war, ja? Ja, nee, das passt schon noch. Da wirkt die Kraft schon noch, wenn er ihn so auf die Kante bekommt. Da ist das minimal Kniestreckung, was dann noch fehlt, das passt dann genau bei ihm. Vor allem dann das Wichtige, dass er direkt so in die Fluglage kommt und nichts mehr korrigieren muss und dann das unten reinsegeln, das hat er ja ehrlicherweise Saison 16, 17 quasi revolutioniert, als er aufkam. Klare Führung jetzt für Ryoyu Kobayashi und das ist eine Weite und eine Punktzahl, an der sich die Konkurrenten jetzt vielleicht erstmal eine Weile die Zähne ausbeißen werden. Pius Baschke jedenfalls ist dran. Jetzt ist der Pius in derselben Situation wie im ersten Durchgang. Im ersten Durchgang war es To Beat 145, jetzt sind es To Beat 144,5. Müsste wieder ganz runterspringen. Kobayashi hat jetzt schon eine höhere Punktzahl erreicht als Stefan Kraft gestern. Und das war auf der Normalschanze natürlich nur, aber die beste Punktzahl in einem Normalschanzen-Weltcup. Da hat der Kraft wieder einen Rekord aufgestellt. Wie schaut den Kusamo auf der Großschanze? Kriegt grün. Grün ist für Pius Baschke. Was macht denn der Wind?
besser geworden. Ganz unten ist es gut, wenn er da hinkommt. Und das hat er drauf mit der nötigen Höhe. Go. Ja, dann kommt da der grüne Grillen, Linie nahe. Sehr gut von Pius Baschke umgesetzt hier. Ja, auf jeden Fall starke Sprung-Skiaufnahme. Verbessert im Vergleich zum ersten Durchgang, kriegt ihn gleich zum Körper, kann dann auch gleich agieren. Springt weit runter, springt 140 Meter. Wahrscheinlich wird es jetzt nicht ganz reichen, weil er zu weit hätte springen müssen. Aber trotzdem wirklich wieder ein super Wettkampf. Ja, und das Erstaunliche bei ihm ist, er bleibt dabei, er hält das durch, er kriegt die Sprünge regelmäßig so hin. Das war ja früher auch einer, dem das gar nicht so oft gelungen war. In seiner Zeit, als er noch nicht auf den vorderen Plätzen häufig zu finden gewesen ist. Ryoyo Kobayashi führt vor Pius Paschke, Peter Preutz ist Dritter und Stefan Laie auf Platz 4. Aber die Entscheidung wird noch fallen. Michael Heibe zum Beispiel kann da wieder mal eingreifen. Wind ähnlich wie bei Paschke, Tempo auch. Ja, gut. Weite ebenso, zweite rote Linie erreicht, 140 Meter. Wäre gern noch weiter gesprungen. Ja, Sie sehen natürlich alle in der Luft die grüne Linie und wissen, ja, da müsste ich eigentlich hinspringen, wenn du dann davor landest, so wie er jetzt. Man kann es vielleicht erahnen am Fernsehbild. Dann denkst du dir natürlich erstmal, okay, wie hätte ich denn das jetzt machen sollen? Aber auch für ihn, ich meine, er war nicht ganz unumstritten im österreichischen Team zum Start der Saison. Und deswegen, er hat sich da wirklich sehr gut reingekämpft. So, und die Anlauflänge ist immer noch gleich geblieben, ist immer noch auf Stufe 9. Also noch wird da nicht die Notwendigkeit gesehen, nach unten zu gehen, um zu weite Sprünge zu vermeiden. Und jetzt kommt Marius Lindvik. Der echte Lichtblick heute hier für die Norweger, die mit ihm mal wieder eine Top-Platzierung hinbekommen könnten. So richtig zum ersten Mal in diesem Winter. Jawohl, ja, das funktioniert diesmal. So täuscht man sich. Ich hätte gedacht, es war zu viel Umweg am Schanzentisch. Ski zu steil im ersten Moment. Aber es scheint im Moment für ihn der bessere Weg zu sein, hier ein bisschen in Kauf zu nehmen, dass der Ski ein bisschen steiler kommt, damit er dann weitermachen kann. Und das wird für ihn wieder ein sehr gutes Ergebnis geben mit 138,5 Metern. Und dann ist er zum zweiten Mal in den Top 10. Hier in Lillehammer, und das ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Er wird an Ryoyo Kobayashi nicht rankommen, aber die Reaktion von Alex Stöckel zeigt es ja. Das ist wichtig, so ein Erfolg. Im wenig positiv gestimmten norwegischen Team in der Anfangsphase dieser Saison. Platz 2 hinter Kobayashi. 1,8 Punkte fehlen Lindvik am Ende, um ihn zu verdrängen, der seine Führung behält. Pius Paschke auf Platz 3. Jetzt Manuel Fettner, Fünfter nach dem ersten Durchgang. Wird auch immer besser. Starker Abspringer. Hilft ihm jetzt da oben. Oh, das war riskant. Da hat er viel riskiert und auch viel verloren. Ah ja, gut, es ist eh erstaunlich, wie weit er damit noch kommt. Also jetzt wird man gleich mal sehen, dass die Ski gerade ausfahren aus der Spur und im ersten Moment gar nicht angehoben werden. Selbstvertrauen hat er, weil wenn du den Sprung durchziehst und da noch 137,5 Meter springst, dann zeugt es von Selbstvertrauen. Ja, das ist die Erfahrung. 38 Jahre ist er. 25. Weltcup-Saison. Sonst hätte es vielleicht bei einem Anfänger richtig schief gehen können. Und der ärgert sich lautstark, fällt auf Platz 4. Jetzt noch hinter Pius Paschke. Kobayashi und Lindvik bleiben vorne. Jetzt Andreas Welling. Jetzt kommen wieder die wichtigen Minuten für die besten deutschen Springer nach dem ersten Durchgang. Andreas Wellinger zuerst. Das hat ihm Spaß gemacht, hat er vorher gesagt. Und das macht ihm Spaß, dieser Schanzenwechsel von normal auf groß. Hat sich auch so gut angelassen. Stimmt, der Flug stimmt, die sehr Position gut, ja. Stimmt. Ja, super wunderbar. Sprung von Andreas Wellinger und damit geht er nach vorne. Ja, das war er. Absolute Klasse zum richtigen Zeitpunkt. Präzise abgesprungen und wie Kobayashi auf 143 Meter. Ja, das war der Sprung, auf den er vielleicht gewartet hat. Es war auf jeden Fall der Sprung, auf den ich gewartet habe. Ich weiß nicht, ob ich manchmal vielleicht auch ein bisschen kritisch dann mit ihm bin, wenn ich sage, dass noch eine kleine Ecke drin ist. Aber das war der Sprung, wo der Oberkörper ganz ruhig bleibt. Die Beine
die Bewegung machen, er wahnsinnig viel Druck an den Tisch bringt. Das ist seine Stärke und dann hat er eine richtige Beschleunigung im Sprung. Klare Führung jetzt für Kobayashi und vielleicht, ganz vielleicht, fängt ja jetzt der Stefan Kraft da oben doch ein bisschen an, große Augen zu kriegen bei diesen Sprüngen und den Ergebnissen, die die mit sich bringen. Karl Geiger als Nächster. Wird jetzt schwer für ihn, an Wellinger vorbei zu kommen und seinen Podestplatz zu behalten. Was braucht er da? 454,5 Meter. Müsste so weit springen wie keiner vor ihm. Ruhig in der Luft. Auch sehr gute Höhe gehabt, aber es wird nicht ganz reichen für Wellinger. Es wird nicht ganz reichen. Der Wind hat auch eher tendenziell wieder ein bisschen zugenommen. Beim Andi schon, beim Karl jetzt noch ein bisschen mehr. Bei ihm, ja, weil vielleicht war die Bewegung am Schanzentisch ein kleines bisschen hektischer als im ersten Durchgang. Aber trotzdem, er macht einen Riesenjob hier in Lillehammer. Hat vor allem nach den Symmetrieproblemen aus Ruka hier echt einen Schritt gemacht. 139 Meter, die Trainer lachen. Jawohl, wir haben hier die Bestweite bei Wellinger und Kobayashi mit 143 Metern. Er mit 139 Meter schiebt sich aber noch an Kobayashi vorbei. Der Punktevorsprung aus dem ersten Durchgang hat dafür gereicht. 3,6 Punkte hinter Andreas Wellinger. Die zwei sind jetzt vorne. Also Andreas Wellinger wieder mit einem Podestplatz. Denn nur noch zwei Österreicher kommen. Die es jetzt aber hinbringen müssen hier. Rückenwind ist noch da. Kann sich störend auswirken. 140 Meter braucht Jan Hörl. Der Sprung war gut. Oh ja, der sieht gut aus. Sieht leider sehr hoch aus. Dann hoch, wird aber knapp. Wird knapp gegen Wellinger. Die zwei Österreicher, die sich so sehr gleichen äußerlich, aber doch unterschiedlich springen. Ja, sehr unterschiedlich. Stefan Kraft als Nächster. Mund auf. Was ist die Weite von Jan Hörl? Wert 137,5 Meter. Bisschen wenig. Ja, da ganz unten rein, da wo er eher ins Hohlkreuz geht, da hat er sicher auch noch Potenzial, Schultern ein bisschen lockerer zu bekommen. Es ist nur Platz 2 und Andreas Wellinger bleibt vorne. Und jetzt fordert er den Stefan Kraft in diesem indirekten Duell jetzt auf. Mach's besser als ich, versuch's mal. Hör einen Punkt hinter Wellinger. Und der letzte Springer kommt und der heißt Stefan Kraft. Wie so oft zuletzt. Und der braucht 138,5 Meter, sagt die Vorausberechnung. Für den erneuten, den vierten Weltcupsieg zum Auftakt nach Henan. Also das kann, wissen wir. Aber klappt's jetzt auch. Ja. Es klappt. Es klappt wieder. Es wird höchstwahrscheinlich der vierte Sieg für Stefan Kraft. Das hat zuletzt Thomas Morgenstern mal geschafft. Schon ganz lange her. Der hat dann 6-mal gewonnen zum Weltcup-Beginn. 141,5 Meter. Die grüne Linie hat jedenfalls gesagt, dass er den Sieg heute holt. Einmal gibt es die Höchstnote 20 für diesen Sprung, der in der Tat exzellent gelungen ist. Ja, auf alle Fälle. Er macht im Moment einfach keine Fehler. Und wenn er keine Fehler macht, also jetzt die Durchgangsliste wird dann interessant, weil jetzt im zweiten Durchgang kann der Andi schon mit ihm mithalten. Aber ja, in der Form, wenn er permanent die Sprünge so abrufen kann, dann ist es wirklich schwer, ihn zu schlagen. Und dann gewinnt er wieder. Gewinnt er wieder. 5,9 Punkte Vorsprung vor Andreas Wellinger. Jan Hörl ist Dritter. Karl Geiger auf Platz 4. Pius Paschke Siebter. Und Stefan Leier als Elfter noch knapp aus den Top 10 rausgerutscht. Aber ein großartiger zweiter Sprung von Andreas Wellinger. Das wird er sicherlich mitnehmen können hier auf dieser Schanze, die so knifflig zunächst sich darstellte durch ihre Eigenheiten bei der Anlaufgestaltung. Aber er ist wieder auf dem Podest, auf der Normalschanze gestern, auf der großen heute. Und das ist eine Ausbeute, die sich sehen lassen kann. Auf jeden Fall. Und man muss wieder sagen, tolles Mannschaftsergebnis der deutschen Mannschaft. Und der Jojo und der Marius Lindwig, sie pirschen sich ein ganz klein wenig an. Das ist wohl wahr. Vor allen Dingen Marius Lindwig fällt da auf. Zusammen mit Peter Preutz sind das neue Gäste unter den besten 10 in so einem Wettbewerb. Stefan Laie und Philipp Raimund eng beisammen auf den Plätzen 11 und 12. Also wieder ein extrem gutes Mannschaftsergebnis. Allein Martin Hamann
ist ja im